Das Oberliga-Match FAS Berlin gegen die Hannover Indians wird präsentiert von der Arctis GmbH. Aufwärtstrend fortsetzen, so lautete das Motto von FAS Berlin im Spiel gegen die Hannover Indians. Denn nach 8 Niederlagen zum Saisonstart folgten der erste Sieg, eine Pleite nach Verlängerung und eine knappe Niederlage, bei der das entscheidende Gegentor erst kurz vor der Schlusssirene fiel. Man muss ganz ehrlich sagen, am Freitag sind wir ein bisschen mit hängenden Köpfen nach Hause gegangen, aber hat sich trotzdem nicht wie eine Niederlage angefühlt, weil wir waren schon beim Spiel gegen Tilburg eigentlich dominant und hatten den Dreier eigentlich verdient, ja, und hatten den auch schon auf den Schläger gehabt. Da war er vielleicht nicht abgezockt genug. Die Gäste aus Hannover hingegen wollten mit einem Doppelerfolg die Rückreise aus der Hauptstadt antreten. Dem 4:0 beim ECC Preußen sollte nun ein Sieg gegen FAS folgen. Dementsprechend begann das Spiel, die Zweikämpfe wurden intensiv geführt. So verwundert es kaum, dass beide Teams früh eine Zeitstrafe bekamen, und zwar in etwa zur gleichen Zeit. 4:4 hieß es folglich, und die Gäste aus Niedersachsen wussten die Freiräume besser zu nutzen. Carsten Gostek mit dem 0:1 aus Sicht der Hausherrin Oliver Dures, der erst vor dieser Saison vom Gegner aus Hannover nach Berlin gewechselt war, hatte die beste Chance zum Ausgleich, scheiterte jedoch am Goalie der Indians. Die Berliner konnten sich anschließend bei ihrem Torhüter bedanken. Mit einem Mann mehr vertändelten die Akademiker den Puck, doch Ole Smolenski verhinderte, dass sein Team mit einem 2-Tore-Rückstand in die erste Drittelpause ging. Unsere Schwachstelle war immer das zweite Drittel. Wir haben im ersten Drittel immer unheimlich viel Feuer gemacht und viel Druck auf den Gegner gemacht. Im zweiten Drittel haben wir einen Gang zurückgeschaltet. Und das mussten wir jetzt unterbinden. Und dann sprechen wir in der Kabine halt drüber und kommen dann natürlich auch anders raus. Denn die Gastgeber kamen mit Feuer aus der Kabine und nutzten die weiterhin bestehende Überzahl. Der Ausgleich durch Pierre Gläser. Und FAS macht weiter mächtig Druck, logische Schlussfolgerung. Das 2:1 von Tom Fiedler Partie gedreht, doch damit nicht genug. Knapp 2 Minuten später ließ sich Sean Mattes von nichts und niemandem aufhalten und erhöhte auf 3:1. Die Indianer aus Hannover wollten das aber nicht auf sich sitzen lassen und fuhren nun Angriff um Angriff. Die freien Akademiker standen aber im Abwehrverbund sehr gut und konnten ihrerseits immer wieder mit Kontern für Gefahr sorgen. Doch ausgerechnet ein Tempogegenstoß brachte den Anschluss für die Gäste aus Hannover. 3 Diagonalpässe und Robby Hein brauchte nur noch einzuschieben. Nur noch 3:2. Ich würde jetzt sagen, nicht, dass wir anfangen zu bunkern. Wir müssen ganz normal weiterspielen. Defensiv gut stehen, damit wir die Führung halten und eventuell mal auskontern und vielleicht noch ein extra Tor machen. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts war es eine offene Partie. Hannover versuchte immer wieder, sich im Drittel der Berliner festzusetzen. Die FAS-Defensive zeigte sich jedoch sehr stabil. 12 Minuten vor Schluss dann die vermeintliche Vorentscheidung. Zwar konnten die Akademiker ihre Überzahl nicht ausnutzen, doch genau als Hannover wieder auffüllte, schlug das Duo Mattes Fiedler zu. Also ich habe die Scheibe abgefangen, mitbekommen, dass wir zu zweit sind, legst du zu Schan ab und Schan hätte auch selber machen können und legt einen uneingenützigen auf dem langen Eck ab und sah dann am Ende ganz gut aus, denke ich. Doch dass eine Führung von 2 Toren im Eishockey nicht reichen kann, hatte FAS erleben müssen, als man nach einem 2-Tore-Vorsprung noch mit einem Tor verlor. Wir haben eine ganze Menge junge Spieler, die haben noch nicht so viel Erfahrung. Gerade in den Situationen, da brennen denen manchmal die Lampen durch. Ja? Und wir müssen halt immer versuchen, ein bisschen Coolness aufs Eis zu bringen. Deshalb warfen die Berliner noch einmal alles rein, überstanden auch 2 Unterzahlsituationen und sicherten sich am Ende einen verdienten 4:2 Heimsieg. Ein Erfolg des Willens und der Einstellung, was auch Gästetrainer Tobias Stolikowski eingestehen musste. Wenn man denkt, man fährt hier irgendwo hin und gewinnt man ohne Kampf und ohne Einstellung, dann wird es sehr schwer. Und das hat man heute ganz klar im Spiel gesehen. Für FAS Berlin heißt es nun, die guten Leistungen aus den letzten Oktoberwochen auch in den November mitzunehmen, damit man den Tabellenkeller schnellstmöglich verlassen kann. Das Oberliga-Match FAS Berlin gegen die Hannover Indians wurde präsentiert von der Arctis GmbH.